Mein Name ist Professor Dr. Christoph Anders. Ich arbeite am Universitätsklinikum in Jena und zwar speziell an der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie und hier speziell am Funktionsbereich Motorik, Pathophysiologie und Biomechanik. Diese Hochschule ist mittlerweile 460 Jahre alt und ist damit eine der ältesten Hochschulen, die es weltweit gibt. Wir blicken auf diese langjährige Tradition zurück und stellen uns aber ständig neuen Herausforderungen, um weiterhin Spitzenforschung zu betreiben. Wir beschäftigen uns speziell mit der Erforschung der Muskulatur. Dazu betreiben wir Oberflächenelektromyographie. Das ist eine Methode, mit der man die Aktivitätscharakteristik und insbesondere auch das Anstrengungsverhalten der Muskulatur sehr, sehr genau bestimmen kann. In der aktuellen Studienarbeit haben wir uns die Frage gestellt, ob der Joya-Schuh, den wir in zwei verschiedenen Varianten hatten, sich in der Charakteristik, die für die Muskulatur zu verzeichnen ist, von normalen Schuhen unterscheidet. Das heißt, die Frage war letztendlich, gibt es Unterschiede zwischen normalen Schuhen und den beiden Joya-Modellen? Das wäre unser Vergleichsschuh hier im Männermodell. Wichtig war für uns, dass wir keine harten Absätze oder Sohlen haben, sondern eine thermoplastische Sohle. Sie sehen das hier, ich kann die schon eindrücken. Außerdem haben wir keinen zu hohen Absatz. Das ist ein ganz normaler, in diesem Falle Lederschuh, der von Großteilen der Bevölkerung getragen wird. Im Vergleich dazu, hier in diesem Falle das E-Motion-Modell, welches diese starke Sohle und diese gleichzeitig hohe Elastizität aufweist, die also tatsächlich in der Lage ist, Energie aufzunehmen beim Fersenaufsatz und diese aktiv wieder an den Fuß bzw. den Körper zurückzugeben. Und dann haben wir noch das Motion-Modell, welches schon optisch als sehr, sehr unterschiedlich imponiert. Hier haben wir diesen Aktivator, der relativ fest ist und dann die darüber liegende sehr, sehr weiche Sohle, wo es dann zu folgendem Effekt kommt, dass man quasi über diesen Aktivator im Mittelfußbereich hinübergehen muss, was diese verstärkte anterior-posteriore Beweglichkeit sowohl im Stehen als auch beim Gehen bedingt. Das Studienprofil stellt sich folgendermaßen dar, dass wir insbesondere die Schienbeinmuskulatur, die Muskeln des Oberschenkels und die Rumpfmuskulatur untersucht haben. Und in der Rückansicht sehen Sie die untersuchte Rückenmuskulatur sowie die Wadenbeinmuskulatur und die sogenannte ischiochorale Muskulatur, das heißt also die Rückseiten der Oberschenkel, die wir ebenfalls untersucht haben. Das Ergebnis dieser Studie hat uns im Grunde genommen sehr überrascht, weil wir gesehen haben, dass die beiden verschiedenen Joya-Modelle, die wir untersucht haben, das ist einmal das E-Motion-Modell und das ist das andere Mal das Motion-Modell, im Vergleich zu einem Normalschuh eine unterschiedliche Charakteristik beim Gehen aufgewiesen haben. Außerdem haben wir an der Rückenmuskulatur gesehen, dass die Aktivität, die normalerweise gleichzeitig mit dem Fersenaufsatz stattfindet, einen kleinen Tick nach vorne verlagert war, was einen aktiven Schutz der Wirbelsäule darstellt. Joya unterstützt das gesunde Stehen in jedem Fall, indem durch die Mikro- oder Makrobewegungen, die durch beide Schuhmodelle provoziert werden, im Stehen bereits eine Aktivierungserhöhung der Muskulatur stattfindet. Diese beugt schweren Beinen vor. Und im Gehen ist es folgendermaßen, dass das E-Motion-Modell zu einer Entlastung der Muskulatur führt, also für länger dauernde Beanspruchungen geeignet ist. Und das Motion-Modell eine deutlich aktivierende Charakteristik aufweist und demzufolge wie ein Trainingsgerät betrachtet werden muss. Was ich Ihnen auf den Weg geben kann, ist, dass der Schuhträger dieses Joya-Schuhs, je nachdem welches Modell er trägt, eine große Verantwortung seinem Körper gegenüber hat. Denn einerseits kann er seinen Körper schonen und andererseits kann er ihn aktivieren.